Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Kollegin Matuschek, ich weiß nicht, ob ich erschüttert sein soll oder ob ich sagen soll, es ist eigentlich unglaublich, was die Linksfraktion für Argumente hier bringt. Allein nehmen wir das letzte Argument, wie man mit Süchtigen umgehen soll. Dass die Spielsucht seit dem Jahr 2001 als Krankheit anerkannt ist, als stoffungebundene Sucht, und dass wir selbstverständlich, genauso wie bei anderen Süchten, schauen müssen, dass wir die Menschen in dieser Stadt, wo immer es geht, davor bewahren möchten. Präventiv arbeiten, dafür geben wir im Jahr 450.000 Euro bis 470.000 Euro im Land Berlin aus. Das ist der richtige Ansatz. Und so wie Sie das hier alles in einen Topf mengen und dann ganz wild umrühren und meinen, Sie hätten irgendein Argument gebracht gegen das Spielhallengesetz, es ist wirklich traurig. Und ich muss mal sagen, das, was Sie an Argumenten gebracht haben, war wirklich jetzt, die ganzen letzten Sätze waren alle 1:1 aus dem Lobbyistenhandbuch der Automatenwirtschaft. Es ist wirklich traurig, Frau Matuschek. Und dass die Linksfraktion das so mitmacht, erschüttert mich wirklich. Schauen wir uns doch mal an, was Sie gesagt haben. Sie haben den Begriff Berufsverbot der IHK zitiert, weil er Ihnen gefällt, weil er offensichtlich Ihrer Meinung entspricht. Frau Matuschek, da haben Sie jetzt aber wirklich noch mal eins wirklich vergessen. Wir, Sie und ich, die Linksfraktion und die SPD, haben im Jahr 2011 damals das Spielhallengesetz hier maßgeblich vorangebracht. Und da haben wir die 500 Meter Abstand von einer Spielhalle zur nächsten damals schon gesetzlich verankert. Haben Sie das vergessen oder verdrängt? Das müssen Sie mir mal beantworten. Vergessen oder verdrängt? Was anderes kann es nicht sein. Dann haben Sie angesprochen, die Unterschiede zwischen Ost und West. Da haben Sie völlig recht, weil nämlich in vielen Ostberliner Bezirken mehr Sachen beplant sind. Das ist völlig richtig. Aber es erweckt einen ganz unguten Eindruck, Frau Matuschek. Sie und Ihre Fraktion interessieren sich für den Westteil der Stadt ein Kehricht. Interessiert Sie nicht, dass in Neukölln, dass in Moabit, dass in Spandau ganze Straßenzüge unter der Last von zu vielen Spielhallen stöhnen und dort keiner mehr einkaufen will und leben will? Es interessiert Sie nicht, weil Sie der Westteil nicht interessiert. Na, herzlichen Dank für diese Spaltung der Stadt, Frau Matuschek. Dann kommen Sie mit Argumenten, 4,5 Jahre nichts getan. Also im Gegensatz zu Ihnen, glaube ich, habe ich sehr regelmäßig, übrigens auch mit der Automatenwirtschaft, Kollege Behrendt, sehr regelmäßig gesprochen. Und das ist wirklich kein dahingesprochener Satz, sondern es stimmt tatsächlich. Ich nehme auch an deren Veranstaltung teil, auch sogar an Tagungen der Automatenwirtschaft, weil ich mir beide Seiten anhören möchte, die wir hier regeln wollen. Aber wo waren denn Ihre Anträge in den letzten 4,5 Jahren, wenn Ihnen irgendwas nicht gefallen hat? Nichts, gar nichts von der Linksfraktion, nichts von Ihnen, Frau Matuschek. Dazu die zusätzliche Arbeit in den Bezirken haben Sie angesprochen. Dieses Argument ist ja nur das allerpeinlichste Argument überhaupt. Es gibt Bezirke, Frau Matuschek, die schaffen es, regelmäßig sämtliche Spielhallen in ihrem Bezirk komplett durchzukontrollieren. Und andere schaffen es nicht, weil sie sich eben andere Schwerpunkte suchen. Das macht aber jeder Stadtrat und jedes Bezirksamt für sich selbst. Vielleicht kennen Sie zu viele Stadträte, die das ablehnen, die Spielhallen zu kontrollieren. Das ist aber eher ein Armutszeugnis für die Linkspartei, nicht für alle anderen, die das regelmäßig machen. Und schließlich und endlich, was Sie auch völlig verdrängt haben oder vergessen haben, oder ich weiß es nicht, was jetzt überlagert wird durch industriepolitische Erwägungen der Linkspartei, man höre und staune, wir haben gemeinsam, die SPD und die Linke, im Jahre 2010 und 2011 mehrere Parlamentsanträge zur Eindämmung der Spielsucht im Land Berlin eingebracht und zur Rückdrängung der Spielhallen. Da waren genau die Punkte, die Sie angesprochen haben, dass die Spielverordnung des Bundes verschärft werden soll. Damals schon, 2011, 2012, Ende, Herr Kollege Buchholz. Ja, Inhalt dieser Anträge, Frau Matuschek, haben Sie es vergessen, verdrängt? Oder von wem bekommt heute die Linkspartei irgendwie eingeflüstert, wie sie zum Automatenspiel stehen soll? Es ist aus meiner Sicht wirklich ein Armutszeugnis, was Sie hier heute argumentiert haben. Zur Erwiderung hat Frau Matuschek das Wort und danach für eine zweite und letzte Zwischenbemerkung zu diesem Debattenvortrag dann Herr Kollege Behrendt. Bitte schön, Frau Matuschek. Also Herr Buchholz, Ihr Eifertum in aller Ehren, aber es macht es nicht einfacher. Sie beschimpfen mich hier persönlich und ich kann Ihnen sagen, ich bin auch dafür bekannt, dass ich nachdenke, dass ich Argumente abwäge. Ich habe es einfach nicht nötig, irgendwelchen Lobbyistenverbänden hinterherzulaufen, aber ich rede mit der Automatenwirtschaft wie Sie auch. Ich weise das strikt zurück, dass Sie mich hier darstellen als quasi Abgesandte der Automatenwirtschaft. Das können Sie nicht belegen, das ist auch falsch. Und das hat im Übrigen auch nichts mit Linkssein zu tun, wenn man hier den Eindruck erweckt, dass jegliches Spielen, und diesen Eindruck erwecken Sie, dass jegliches Spielen sofort zur Sucht führt. Das ist nicht richtig. Das Thema, das Wort Berufsverbot, das hat die IHK in
erhoben den Vorwurf Berufsverbot. Und da sage ich, man muss man sich doch wenigstens mal dem Gedanken hingeben, wenn das Ziel Ihrer Gesetzesverschärfung, und das haben Sie verkündet, Herr Buchholz, die Reduzierung der legalen Spielstätten auf unter 10% sein soll, dann hat das schon was damit zu tun, dass ein legales Gewerbe an der Berufsausübung gehindert werden soll. Das kann ja so sein, aber dann machen Sie ein anderes Gesetz und das heißt dann Verbot jeglichen Spielbetriebes. Da müssen Sie mir aber erzählen, und das können Sie eben nicht, was passiert eigentlich mit den Verdrängungseffekten? Und ich habe Herrn Buschkowski zitiert. Und Herr Buschkowski weiß doch wohl genau, wovon er spricht. Wenn man die Sonnenallee hoch und runter läuft, das Problem der Verdrängung lösen Sie mit diesem Gesetz nicht. Und es wird eine Folge dieses Gesetzes sein, dass übrigens die Befürchtung hat Herr Evers selber gesagt, dass aus dem legalen Spielhallenbetrieb in halblegales und illegales Spiel ausgewichen werden wird. Und das sollten Sie in Ihre Überlegungen einbeziehen. Und dagegen vorzugehen, hätten Sie in den letzten 5 Jahren mehr Aktivitäten zeigen können. Und nun noch mal zu Ihrer Frage, was haben wir gemacht? Sie sind Regierung. Wir machen in der Opposition die Kontrolle auch der Regierung. Aber Sie haben es nicht vorgelegt. Und jetzt auf andere zu zeigen, also ein schlechtes Gesetz liegt da auf dem Tisch, ein besseres hat die Opposition nie geschrieben. Wissen Sie, da lassen Sie doch mal die Katze im Sack und bleiben dabei. Regierung hatte Regierungsarbeit zu leisten und die Regierungsarbeit der letzten 5 Jahre war katastrophal, auch im Bereich der Bekämpfung von halblegalen und illegalen Spielen, genauso wie das Ersinnen einer ordentlichen, nachvollziehbaren Regelung, wie mit den Konzessionen umzugehen ist und wie eine Abstandsregelung durchzusetzen ist. Das haben Sie nicht geleistet als Regierungsfraktion und diese Kritik bleibt stehen. Wir waren nicht 5 Jahre in der Regierung, das waren Sie schon. Frau